zu berichten von den Ergebnissen eines Vorhabens, das wir im Verbund, in einem Verbund bearbeitet haben, finanziert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, gemeinsam von virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, dem OER-Portal in Nordrhein-Westfalen, Orca NRW, das Institut für Hochschulentwicklung, bei dem wir uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie die Nutzung von offenen Lernmaterialien an den Hochschulen noch weiter unterstützt und vorangebracht werden könnte. Von der Prämisse pädagogischer Neutralitätsverstärkung einer offenen Lehrpraxis haben wir es dort einmal genannt. Denn in der Vergangenheit haben wir pädagogische Aspekte bei der Beschreibung offener Lehrmaterialien im Hochschulbereich vielfach keine zentrale Rolle gespielt. Und weshalb das ein Problem ist, darauf würde ich gleich einmal näher eingehen wollen. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind in sozusagen im Herbst und Winter des letzten Jahres dort in dieses Vorhaben eingestiegen. Es ist ja so, dass die offene Lehre, die an deutschen Hochschulen in vielfältiger Weise in den letzten Jahren intensiv unterstützt worden ist und gefördert worden ist, dass es für eine erfolgreiche offene Lehre vielfältige Voraussetzungen braucht, mit der geeigneten Infrastruktur, die es benötigt, technische Kompetenzen, organisationale Voraussetzungen müssen gewährleistet werden, aber auch didaktische Fragen spielen eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung insbesondere von Open Educational Resources an den Hochschulen. Wir haben eine sehr breite Landschaft an OER-Portalen auf Landesebene beispielsweise. Wir haben eine Fülle an OER-förderlichen IT-Infrastrukturen, die immer weiter auch zum Glück ausgebaut worden sind in den vergangenen Jahren. Und trotzdem stellen wir immer noch fest, dass die Nachnutzung von offenen Lehrmaterialien sozusagen noch so ein bisschen verbesserungsfähig ist, dass das noch nicht so oft gelingt, wie wir uns das auch seitens der Portale wünschen würden. Ich selbst bin im Verbund Twillo, dem niedersächsischen OER-Portal, auch intensiv beteiligt. Und dass es dort auch eine bessere Verschlagwortung und Beschreibung offener Lehrmaterialien bräuchte, um OER didaktisch nachhaltiger zu machen. Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, die speziell mit offener Lehre auch verbunden sind. Über OER kann man sehr gut kollaborative, diskursive, auch interaktivere Lehr- und Lehrformate abbilden. Future Skills vermitteln. Es gibt also vieles, was dafür spricht, sich das tatsächlich einmal auch näher anzusehen. Wir haben festgestellt, dass bei Twillo beispielsweise, aber das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die bei vielen Portalen auch gemacht wird, dass Lehrenden das Auffinden offener Lehrmaterialien möglichst leicht gemacht werden sollte, damit man tatsächlich entsprechende Materialien dann auch in eigene Lehrveranstaltungen, Seminare, Übungen und Ähnliches dann letztlich übernimmt. Materialien, die weniger gut verschlagwortet sind, sind nicht wirklich sehr transparent für Personen, die das Material gerne nachnutzen würden und bereiten gerade bei der Durchsicht entsprechender OER auf den Portalen dann einen vergleichsweise hohen zeitlichen Aufwand. Das trägt dann eher dazu bei, dass man sich möglicherweise als Dozentin oder Dozent doch entscheidet, lieber sozusagen eigene Lehrmaterialien dann zu erstellen, als intensiv auf hochwertiges Material dann zurückzugreifen, was von Kolleginnen und Kollegen schon entwickelt und frei im Netz verfügbar gemacht worden ist. Um den Aufwand für potenzielle Nachnutzer also gering zu halten, braucht es insbesondere auch eine gute Beschreibung und das heißt aussagekräftige Metadaten. Und hier spielen aus unserer Sicht gerade die didaktischen Aspekte eine ganz entscheidende Rolle. Wie sind wir im Einzelnen vorgegangen? Wir hatten zwei Teilvorhaben. Ich möchte hier gerne kurz Ergebnisse aus der ersten Untersuchung einmal vorstellen. Es gab eine zweite Erhebungsphase, zu der in Kürze auch eine Handreichung erscheinen wird und über die in der kommenden Woche auch intensiver diskutiert worden wird, in Tübingen bei der KNÖR-Jahrestagung. Dazu vielleicht später noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben uns im ersten Teilvorhaben intensiv mit der Abbildung didaktischer Aspekte in den Metadatenstandards, so wie das heute in den OER-Portalen dann letztlich auch zur Beschreibung herangezogen wird, auseinandergesetzt mit der Praxis der Beschreibung didaktischer Szenarien im Sinne einer Open Educational Practice. Und uns hat auch die Frage beschäftigt, was sind eigentlich die Mindestangaben und die nützlichsten und wichtigsten Angaben, die es braucht, um OER dann wirklich gut nachnutzbar zu machen für Lehrende.
Zu diesem Zweck haben wir zum einen uns mit der Literatur in dem Feld beschäftigt, eine internationale und deutschsprachige Fachliteraturrecherche dann durchgeführt, um zu schauen, in welcher Weise das Thema dort behandelt wird. Um es vorweg zu sagen, das Thema spielte noch keine ganz zentrale Rolle. Es war also überschaubar, was wir in dem Feld auch finden konnten. Die Fragestellung wird aber seit Jahrzehnten diskutiert. Das immerhin konnten wir ganz eindeutig dann letztlich feststellen. Dazu gleich ein klein wenig mehr. Wir haben im zweiten Schritt mit einer Reihe von Expertinnen und Experten gesprochen, um deren Einschätzungen dann letztlich auch berücksichtigen zu können. Lehrende Mitarbeiter in zentrale Einrichtungen der Lehrunterstützung beispielsweise oder auch OER-ExpertInnen. Und im dritten Schritt, um uns da entsprechend auch abzusichern, haben wir eine Fokus- und Resonanzgruppe ins Leben gerufen, mit der wir dann mehrere gemeinsame Meetings gehabt haben, im Rahmen des Werkstattformats dann nochmal darüber diskutiert haben, was unsere Zwischenergebnisse gewesen sind und was dort die Einschätzungen in diesem Kreis gewesen sind. Auch dort haben wir eine möglichst breite Streuung der beteiligten ExpertInnen angestrebt, seitens der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, Vertreterinnen der OER-Portale aus dem KNÖR-Netzwerk und auch Lehrende unter anderem letztlich dann eingebunden. Ja, um was handelt es sich genau? Es ist ein Feld, das ja so breit in der Diskussion noch nicht vertreten ist. Wir haben es bei didaktischen Metadaten, so bei unserer Arbeitsdefinition, insbesondere mit den beschreibenden Daten zu tun, die sich auf die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Möglichkeiten der Nutzung offener Lehrlernmaterialien in Rahmen von Lehr- und Lernprozessen im Engeren richtet, so wie sie eben dann beim Hochladen von OER-Lehrportalen benötigt werden und angegeben werden müssen. Das können Angaben zu geeigneten formalen oder informellen Bildungskontexten sein, zu Lernenden, für die sich das Material konkret eignet, zur Art der Lernressource, zur Komplexität des Materials oder auch zu potenziellen Lehr- und Lernmethoden, für die ein Material sich besonders gut eignet und eine Reihe weiterer entsprechender Angaben. Wir haben hier einmal versucht, uns exemplarisch verbreitete Metadatenstandards näher anzuschauen, darunter der LOM-Standard aus den 2000er Jahren, der breit im Einsatz war, aus den 2010er Jahren der Standard Learning Registry Metadata von der LRMI-Initiative letztlich und aus der jüngsten Zeit dann ergänzend noch den Standard LOM vorher Education OER Repositories und der Standard Allgemeines Metadatenprofil für Bildungsressourcen. Die letzteren beiden sind von der OER-Metadatengruppe des Kompetenzzentrums Interoperable Metadaten der Deutschen Initiative für Netzwerkinformationen erarbeitet worden. In allen Fällen haben wir feststellen können, dass es eine Möglichkeit gibt, didaktische Aspekte jeweils auch zu beschreiben bei der Verschlagwortung der Materialien. Meistens gibt es dann so eine Art Kategorie, Educational, unter der dann verschiedene Attribute vorgegeben sind. Nur beim LRMI-Standard sagen von 2014 ist die Ausnahme die, dass man sozusagen eine Fülle von unterschiedlichen Attributen hat, die keiner Kategorie zugeordnet sind. Auch hier haben wir aber eine größere Anzahl an didaktischen Attributen dann letztlich finden können, die wir sozusagen einer solchen Kategorie Educational dann auch zuordnen konnten. Hier noch einmal ein zweiter Blick wiederum auf die gleichen vier Metadatenstandards, die wir exemplarisch näher angeschaut haben. Man kann hier ganz schön sehen, dass schon zu Beginn der 2000er Jahre im LOM-Standard eine Fülle von didaktischen Aspekten sich abbilden ließen. Es ist in den folgenden Standards so viel Neues letztlich gar nicht mit dazugekommen. LRMI 2014 hat dann insbesondere noch das Lernziel im Attribut Teaches oder Assesses als zusätzliche Zieldimension auch mit aufgenommen. Man hat in den folgenden Jahren offensichtlich auch eher dazu tendiert, die Vielzahl an Attributen so ein klein bisschen zu reduzieren, um es Lehrenden nicht zu aufwendig zu machen, den Aufwand zu sagen, einzugrenzen, der mit der Beschreibung didaktischer Aspekte der Lehrmaterialien verbunden ist. Das geht so weit, dass man bei dem LOM for Higher Education OER Repositories tatsächlich die didaktischen Metadaten dann nur auf den Lernressourcentyp, die Beschreibung und das Lernziel dann eingegrenzt hat. Der HMB-Standard, der jetzt vor wenigen Monaten veröffentlicht worden ist, hat so einen Mittelweg angestrebt mit Blick auf die Beschreibung, was sicherlich auch ein sehr realistischer Ansatz sein dürfte. Dazu vielleicht gleich noch ein klein wenig mehr.
Was haben wir herausgefunden? Vielleicht kurz zunächst ein paar kurze Eindrücke aus den einzelnen Erhebungsschritten, zunächst aus der Desk Research. Wir haben uns dort bei der Recherche, haben wir insgesamt 45 Publikationen finden können, die mehr oder weniger ausführlich auf diese Fragen auch eingegangen sind. Besonders ergiebig waren aus unserer Sicht dabei war die Buchreihe Medien in der Wissenschaft, der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, weil dort seit den 2000er Jahren diese Fragen immer wieder auch diskutiert worden sind. Insgesamt war unser Eindruck aber, dass didaktische Metadaten tatsächlich nur sporadisch adressiert worden sind in der Literatur. Unsere Ergebnisse haben wir in vier Kategorien dann einmal zusammengefasst und daraus würde ich schlaglichtartig einzelne Punkte einmal kurz herausgreifen wollen. Und zwar zunächst zur Kategorie, in welcher Weise die Verschlagwortung didaktischer Dimensionen anfangs diskutiert worden ist. Das war vor allem, als LOM veröffentlicht wurde, zu Beginn der 2000er Jahre ein breites Diskussionsfeld, durchaus auch am Rande zumindest. Da hieß es vielfach, dass Standards bislang eher auf technische und inhaltliche Aspekte von OER abzielten und dass deutlich seltener auch so didaktische Dimensionen dann letztlich abgebildet werden konnten. Das war häufig zu lesen. Es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass es wichtig sei, Standardisierung in diesem Bereich voranzutreiben als Beitrag zur Nachhaltigkeit von Lehrmaterialien und damit sozusagen einheitliches Verständnis vielleicht auch zu erreichen dessen, was an didaktischen Aspekten dort näher zu beschreiben wäre. Es gab verschiedene Grundsätze der Abbildung didaktischer Dimensionen, die dort auch diskutiert wurden. Seitens der Organisationen, die diese Standards entwickelt haben, wurde immer wieder betont, dass man eher so ein eine pädagogische Neutralität auch angestrebt hat bei der Beschreibung von OER, um Lehrenden keine Vorgaben zu machen, in welchen konkreten didaktischen Settings, im Flipped Classroom Setting oder in adaptiven Lehrszenarien oder in ähnlichen Szenarien sozusagen das Ganze genutzt werden soll, um die potenziellen Nutzungskontext dann letztlich nicht einzugrenzen. Hochschuldidaktikerinnen hingegen haben vielfach darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, eine stärkere didaktische Kontextualisierung auch letztlich vorzunehmen. Das ist was in dieser Zeit sozusagen weiter zurückhaltend auch geschehen ist. Man bräuchte, so wurde auch angemerkt, eine Art didaktischer Taxonomie für den Bereich Open Education, dass man sich dort tatsächlich verständigen würde auf so einen Ansatz. Peter Baumgartner hat da vor vielen Jahren beispielsweise einen solchen Ansatz ja letztlich auch vorgelegt. Es gibt auch weitere, wenn man sich auf einen solchen Standard dann letztlich für den gesamten Bereich der Open Education an den Hochschulen verständigen könnte, würde das die Beschreibung offener Lehrmaterialien deutlich erleichtern können. In der Diskussion spielte auch eine wichtige Rolle die Frage, in welcher Weise man LOM und andere Standards mit weiteren didaktischen Attributen vielleicht ergänzend versehen könnte, um dann eine etwas differenzierte Einschätzung Lehrenden, die Material nachnutzen wollen, auch zu ermöglichen. Es gab Vorschläge, verstärkt sozusagen Attribute wie ein Lernziel dann dort auch mit beschreiben zu können oder didaktische Szenarien dann auch konkreter mit beschreiben zu können. Und es gab dabei den Hinweis, dass es eigentlich differenziertere Beschreibungskonzepte auch bräuchte, als man das bislang hatte, dass sie aber auch wiederum nicht zu differenziert werden sollten, um Lehrende dann andererseits nicht abzuschrecken, die eigene Materialien dann online hochladen. Besonders interessant erschien uns daneben, dass es vereinzelt Ansätze gab, auch die Praxis der Beschreibung von OER empirisch zu untersuchen. Wir haben den Eindruck, dass es bis heute sozusagen eine hohe Intransparenz gibt auf fehlenden empirischen Datengrundlage und das, was mit der Tendenz zu tun haben, dass die Verschlagwortung durch Lehrende vielfach eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dass man sich die Zeit oft gar nicht nimmt, eigene Materialien intensiv auch zu beschreiben. Es wurde darauf hingewiesen, dass es vielleicht deshalb auch sinnvoll sei, verstärkt mit Anreizen und Unterstützungsmaßnahmen zu arbeiten bei der Verschlagwortung von OER. Und ein Ergebnis dieser empirischen Untersuchung war auch, dass einzelne Metadaten sehr unterschiedlich nützlich sind. So wird es von Lehrenden wahrgenommen und unterschiedlich intensiv auch genutzt werden. Manchmal lässt man dieses oder ein anderes Feld sozusagen auch aus, sodass es auch hilfreich wäre, da eine stärkere Rückmeldung dazu
zu haben, welche Attribute eigentlich als besonders hilfreich auch empfunden werden. Von Produzierenden genauso wie von OER-NachnutzerInnen. Zweiter kurzer Eindruck dann einmal aus den ExpertInnen-Interviews, die wir im letzten Herbst und Winter geführt haben. Es waren 10 Interviews mit 11 ExpertInnen. Wir haben dort insbesondere mit Lehrenden und OER-Produzierenden gesprochen, mit MitarbeiterInnen zentraler Einrichtungen aus dem Bereich digitale Hochschulbildung, also Hochschuldidaktik, und mit weiteren OER-ExpertInnen aus dem Hochschulsektor. Und haben dort weitere hilfreiche Einschätzungen dann kennengelernt, daraus auch ein paar kurze Auszüge. Es hieß, insbesondere gäbe es doch bis heute sozusagen eine Reihe von Hürden, wenn man sich mit OER grundsätzlich beschäftigt, wenn man sie dann auch beschreiben will. Zunächst müssen sich Lehrende einmal grundsätzlich auf die Thematik der Open Education einlassen, sich in die technischen Systeme, die es zur Produktion von OER braucht, dann letztlich auch einarbeiten. Und dann kommt, nachdem das OER entwickelt ist, als Zusatzaufwand dann eben die manuelle Verschlagwortung hinzu, die noch einmal als zeitaufwendig vielfach empfunden wird, sodass mehrere Hürden zu überbrücken sind, bevor Material dann wirklich differenziert dann auch beschrieben ist und grundsätzlich zur Verfügung steht. Und die Nachnutzung von OER durch die KollegInnen ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und deshalb ist es so wichtig, dass Lehrenden sozusagen durch eine gute Verschlagwortung dann das Auffinden geeigneter Materialien so einfach wie möglich gemacht werden sollte. Ein Experte wies insbesondere darauf hin, dass die Metadatenprofile nicht zu komplex ausfallen sollten, dass es dort sozusagen vielleicht maximal 15 Metadatenfelder auch geben sollte, die von OER-Portalen wie Twilio dann eben vorgegeben werden, dass man so ein Metadatenprofil mittlerer Komplexität beispielsweise anwerten sollte, also so vorsehen sollte. Zu den weiteren Punkten würde ich gleich noch ein klein wenig mehr sagen. Insbesondere die didaktischen Metadaten wurden auch als zwiespältiges Feld empfunden. Es hieß, viele Lehrende hätten ganz unterschiedliche Vorstellungen von Hochschuldidaktik, da würden wissenschaftliche Vorannahmen eine wichtige Rolle spielen. Im Idealfall würde man den freien Lehr-Lernmaterialien nochmal so eine Art Leitfaden nachher auch zur Verfügung beifügen, eine Art kurze Handreichung, das kann eine Viertel- oder eine halbe Seite sein, auf der man einfach nochmal beschreibt, in welcher Weise das Material genutzt worden ist, was sich da besonders bewährt hat und was weniger gut funktioniert hat. Also ein paar Hinweise zu Erfahrungen mit der didaktischen Nutzung. Ja, ansonsten wurde in den Gesprächen vielfach auf unterschiedliche Potenziale didaktischer Metadaten hingewiesen. Beispielsweise, ich greife einen Punkt mal heraus, hieß es, dass die Beschreibung von OER in didaktischer Hinsicht auch einen Anlass bietet, für Lehrende sich nochmal sagen, mit eigenen Vorverständnissen von Hochschuldidaktik auseinanderzusetzen, mit eigenen Lehrverständnissen und dort nochmal sozusagen auch zu überlegen, was da gut funktioniert und in welcher Weise man vielleicht auch didaktisch neue Ansätze nochmal ausprobieren könnte. Ja, zuletzt wurde in den Interviews darauf hingewiesen, dass es vielleicht hilfreich sein könnte, künftig Lehrenden entgegenzukommen, indem man eine stärkere Automatisierung der Beschreibung von OER ermöglichen würde, dass man dort zum Beispiel dann auch KI-basierte Verfahren erprobt, um Lehrenden Vorschläge vorzugeben auf Grundlage der Auswertung des Materials, was dort als Metadaten sich als eignen würde. Dass es hieß, man könnte vielleicht künftig verstärkt mit Konvertern arbeiten, die Material, das einmal hochgeladen worden ist, in ganz unterschiedlichen Ausgabeformaten bereitstellen würde, sodass dort auch automatisch vielleicht eine Nutzung des Materials in unterschiedlichen didaktischen Kontexten dann erleichtert wird. Und besonders wichtig sei auch, dass Lehrmaterialien Machine Learning fähig sein müssten, dass man also möglichst dann nicht mit PDF dort das Ganze bereitstellt, um eine Auswertung dieser Materialien dann auch, eine maschinelle Auswertung beispielsweise auch zu erleichtern. Ja, der Faktor der Anreize, den ich schon erwähnt hatte, wurde dort auch nochmal erwähnt. Man bräuchte eigentlich so ein kurzes, vielleicht einminütiges Erklärvideo, um Lehrenden auch nochmal einen Eindruck davon zu ermitteln, weshalb Metadaten, insbesondere didaktische Metadaten, so wichtig sind, um einen möglichst hohen Grad der Nachnutzung dann letztlich zu erreichen.
und auch eine stärkere Anrechnung von Open Education Aktivitäten, auch das E-Deputat wurde als sehr wichtig und hilfreich beschrieben. Ja, es wurde schließlich darauf hingewiesen, dass wichtig sei, die Beschreibung möglichst freiwillig zu gestalten, wenige verpflichtende Felder dann seitens der OER-Portale auch vorzusehen und dass es hilfreich sein könnte, eben seitens der OER-Portale Lehrenden auch so eine Art redaktionelle Unterstützung bei der Erstellung von Metadaten anzubieten. Ich greife hier nur einzelne Punkte einmal heraus und dass man vielleicht auch darauf abzielen könnte, dass man die Portalnutzerinnen einbindet in die Verschlagwortung von OER durch Crowdsourcing-Verfahren, dass also auch Nutzenden die Möglichkeit geboten wird, Studierenden und Lehrenden gleichermaßen Metadaten zu schon hochgeladenen OER dann auch im Portal letztlich zu ergänzen. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Standards wurde darauf verwiesen, dass es gut wäre, man hätte im Grunde einen einheitlichen Standard auf EU-Ebene. Man würde sozusagen versuchen, nicht nur auf nationaler Ebene solche Prozesse auch voranzubringen, sondern tatsächlich europaweit voranzukommen. Damit würde ich gerne abschließend noch einmal einige wenige Punkte zusammenfassen, die wir so letztlich mitgenommen haben aus den Erhebungsschritten. Dazu zählt mit Blick auf den aktuellen Stand der Beschreibung didaktischer Aspekte, dass die verbreiteten Metadatenstandards so eine Art Grundlagenset an didaktischen Metadaten zwar anbieten, dass dort aber meist nicht differenziert wird, etwa nach Aspekten wie unterschiedlichen Lernkontexten oder nach Lernzielen, auch nur sehr punktuell quasi. Meistens sind es eher technisch formale oder lernorganisatorische Aspekte, die eingetragen werden können. Es gab Ansätze einer vertieften Abbildung didaktischer Aspekte, auch Entwicklung entsprechender Standards wie IMS Learning Design oder die Arbeit mit Thesaurierung, wie sie in LOM sozusagen mal vorgeschlagen worden ist, um da vertiefte Angaben auch anzubieten. Das hat sich aus unserer Sicht aber nicht so richtig durchgesetzt in den vergangenen Jahren. Problem ist unverändert, dass manche Lehrende die Beschreibung von OER eher vernachlässigen. Vielen ist nicht so recht klar, weshalb Metadaten zentral für das Auffinden und für die Nachnutzung von OER sind. Man müsste also immer wieder auch vermitteln, dass es sozusagen Grundsatz in der offenen Lehre ist, dass mit der OER-Entwicklung auch untrennbar die Verschlagwortung verbunden sein sollte, wenn man den Aufwand der Entwicklung der OER nicht sozusagen vergebens geleistet haben will oder riskieren will, dass Material nur zurückhaltend nachgenutzt wird. Je umfangreicher OER sind, umso lohnender ist es, sie entsprechend auch gut zu verschlagworten. Wie schon kurz erwähnt, didaktische Metadaten können wichtigen Beitrag zur didaktischen Professionalisierung von Lehrenden leisten, weil sie einen Ansatz bieten, nochmal eigene Lehransätze zu reflektieren. OER sollten instinktiv und insbesondere sozusagen die Beschreibungsfelder in den OER-Portalen sollten instinktiv verstanden werden können. Es empfiehlt sich grundsätzlich, didaktische Metadaten so zu gestalten, dass sie eng an den Bedürfnissen der Lehrenden ausgerichtet sind, im Idealfall tatsächlich so eine Art Beipackzettel dann auch hinzuzugeben, um zu erläutern, in welcher Weise das Material schon erfolgreich auch didaktisch eingesetzt worden ist. Man bräuchte im Grunde so eine Art konsensfähigen Metadatenstandard für die Hochschullehre grundsätzlich. Das ist sicherlich noch Zukunftsmusik auch weiterhin heute, das zu erreichen. Man bräuchte verstärkt Anreize und Unterstützungsmaßnahmen wie sozusagen eine Feedback-Option für Lehrende, die man dort anbietet, nachdem eine Verschlagwortung der Materialien bereits vorgenommen worden ist, dass die Portale beispielsweise Lehrenden nochmal Anregungen für eine Ergänzung der Metadaten auch geben würden. Sicherlich würde es sehr stark helfen können, wenn künftig eine stärkere automatisierte Auswertung und eine semantische Verschlagwortung von OER durch generative KI-Tools dann letztlich geleistet werden könnte. Ich bin mir sicher, dass die Lehrportale da in den kommenden Jahren vielfältige Versuche in dieser Richtung auch unternehmen werden, um da voranzukommen. Und aus unserer Sicht besonders wichtig auch, aufgrund der stiefmütterlichen Behandlung der Thematik, dass es noch deutlich mehr Forschung sowohl zu offenen Lehr-Lernprozessen als auch speziell zum Bereich der Metadaten bräuchte, wie eben schon einmal kurz angedeutet. Und damit würde ich gerne auch an dieser Stelle zum Ende kommen und die Freigabe einmal beenden. Wir haben die Ergebnisse dann umfangreich auch im entsprechenden Bericht didaktische Metadaten in OER und Lehrportalen vorgestellt, der jetzt im März erschienen ist.